heutigen Video geht es über Kameraequipment, welches ich mir kaufen würde, wenn ich 2024 mit YouTube oder generell mit der Fotografie wieder beginnen würde. Der erste Gegenstand, den ich euch vorstelle, ist ein sogenannter Magic Arm. Diese Magic Arms gibt es in unzähligen verschiedenen Größen und Varianten. Ich habe jetzt einen 30 cm Magic Arm, den gibt es natürlich auch in kleiner. Für mich reichen die 30 cm, ist teilweise ein bisschen zu groß. Aber durch diese variablen Arme hier oder Gelenke kann man den halt super justieren. Und ich habe diese Magic Arms tatsächlich unterschätzt. Ich wollte ganz, ganz lange mir keinen kaufen, weil ich dachte, ah, brauchst du nicht. Aber damit, wenn man so einen Magic Arm hat, dann wächst deine Kreativität einfach nochmal auf ein ganz anderes Level. Ihr habt hier unten, so eine Klemme, und diese Klemme könnt ihr überall befestigen. Die könnt ihr am Schreibtisch befestigen, könnt ihr im Auto befestigen, die könnt ihr oben am Monitor befestigen, und ja, du kannst damit super tolle Blickwinkel erzeugen. Ein weiterer Vorteil dieser Magic Arms ist, dass dein Stativ nicht belegt wird. Bei mir ist es oftmals so, dass ich vom Stativ Fotos mache, möchte gleichzeitig aber auch noch eine Timelapse aufnehmen. Und mit diesen Magic Arms kann ich den einfach am Stativ befestigen und kann so parallel die Timelapse über die Osmo Pocket 3 laufen lassen und kann parallel mit der Sony A7 IV vom Stativ auf Langzeitbelichtungen machen. Den nächsten Gegenstand, den ich euch empfehlen kann, wenn ihr Fotos und Videos gleichermaßen macht, ist die Sony A7 IV. In meinen Augen ist die Sony A7 IV eine eierlegende Wollmilchsau. Die Kamera begleitet mich schon seit Tag 1 quasi meiner Fotografie, und ich will sie einfach nicht mehr missen, weil ich Fotos und Videos gleichermaßen mache. Ich habe mit der Fotografie begonnen, und mit der Sony A7 IV sind quasi alle Bilder entstanden, die ihr hier auf YouTube oder auf Instagram seht. 33 Megapixel Vollformatsensor hat genug Reserven, um auch mal ins Bild reinzukroppen. Das ganze Bild ist super stabilisiert. In dem Videomodus habt ihr bis zu 4K 120 FPS und das Ganze sogar in S-Log 3. Das heißt, ihr habt ein flaches Farbprofil und habt hinterher die Möglichkeit, euer Footage einfach viel, viel besser zu bearbeiten. Der Akku hält bei mir für das, was ich mit der Kamera mache, locker einen Tag. Wenn es mal knapp wird, habe ich noch einen Ersatzakku, aber in der Regel hält ein Akku tatsächlich für ein ganzes Shooting. Den nächsten Gegenstand, den ich euch empfehlen kann, steht da hinter mir. Wartet kurz, dann hole ich eben. Sagt jetzt nichts über diese unaufgeräumte Ecke, bei euch wird das mindestens genauso aussehen. Der nächste Gegenstand ist das Sony 16-35, und dieses Objektiv ist einfach unfassbar gut. Ja, warum ist das Sony 16-35 so gut? Es ist super vielseitig. Zum einen, die Brennweite von 16 bis 35 ist mit einer durchgängigen Blende von 2,8 abgedeckt. Ich hatte vorher eine Festbrennweite von Tamron 20 mm, die war auch gut, allerdings hat mir da so ein bisschen die Variabilität gefehlt, schweres Wort, und hatte vorher auch ein 16-28 von Sigma, und auch da hat mir so ein bisschen die Brennweite nach oben zu den 35 mm gewählt. Das 16-35, das macht super scharfe Bilder. Ich fotografiere damit Landschaft, ich habe damit in der Nacht schon fotografiert, und ich habe damit tatsächlich auch schon Tiere fotografiert. Beispiel ein Puffin auf Island, der im Felsrand liegt und ein bisschen nistet. Auch vloggen kann man damit super. Das Objektiv wiegt jetzt ein bisschen mehr als die vorher genannten. Allerdings ist es auch kein Problem, wenn die Kamera hinten dran hängt. Da wird der Arm nicht schwach, und ihr könnt damit auch super vloggen. Der nächste Gegenstand, der zuletzt meine Sammlung ergänzt hat, ist die DJI Osmo Pocket 3 in der Creator Combo. Die Osmo Pocket 3 filmt mich gerade mit dem DJI Mic. Und ja, die beiden in Kombination, die leben einfach in Symbiose miteinander. Mit dem DJI Mic kann man die Osmo Pocket 3 das Video einschalten und beenden. Das heißt, wenn ihr irgendwie weiter weg seid, drückt ihr einfach auf den Knopf und das Video startet. Nehmt dann euer Footage auf, und wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr wieder auf den Knopf und damit beendet ihr das Video. So als kleines Beispiel. Mit der Osmo Pocket 3 könnt ihr sämtliche Modi in 4K aufnehmen. Ihr könnt 4K bis zu 120 FPS in D-Log M aufnehmen. Habt aber auch die Möglichkeit, Motion Timelapse in 4K aufzunehmen. Und eurer Kreativität sind durch die verschiedenen Modi einfach keine Grenzen gesetzt.
Wenn ihr mehr zu der Osmo Pocket 3 wissen wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da habe ich euch ein Video von mir verlinkt, wo ich ein Review zu der Osmo Pocket 3 ziehe. In der Creator Combo bekommt ihr, wie gesagt, das DJI Mic 2 mit dabei. Ihr habt noch ein kleines Stativ mit dabei, womit ihr aufnehmen könnt. Ihr habt einen zweiten Akku, mit dem ihr nochmal bis zu 120 Minuten mehr Akkukapazität habt. Und ihr bekommt eine kleine Tasche, die wasserabweisend und ein bisschen stoßfest ist. Und das alles ist quasi in der Creator Combo enthalten. Richtig, richtig gut und erwähnenswert ist auf jeden Fall die DJI Mimo App, weil mit der DJI Mimo App habt ihr quasi die Möglichkeit, die Osmo Pocket 3 fernzusteuern. Ich zeige euch das mal eben. Wie gesagt, die Osmo Pocket 3 filmt mich und zeitgleich habe ich die DJI Mimo App im Laufen. Und ihr habt hier beispielsweise die Möglichkeit, die ganze Osmo Pocket 3 zu steuern. Ich nehme euch mal eben vom Stativ. Upp, so, und ihr könnt hier quasi einfach alles mitsteuern. Ihr habt hier unten, seht ihr, dass ich mit einem Hundertstel auf ISO 100 filme. Ihr könnt hierüber das Video starten und beenden, könnt wie gesagt den ganzen Gimbal hier rüber bewegen und könnt sämtliche Einstellungen vornehmen, die ihr auch vornehmen könnt in der Osmo Pocket selber. Den nächsten Gegenstand, den ich euch empfehlen kann, ist eine Drohne. Mit so einer Drohne bekommt man unglaublich tolle Aufnahmen hin, die man so sonst nicht sehen würde. Ich habe hier zum Beispiel die DJI R3. Es muss aber nicht direkt so eine Profi-Drohne sein, sondern ihr könnt auch mit einer kleinen Drohne anfangen, eine DJI Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pro. Da müsst ihr euch mal einlesen, was für euch so in Frage kommt. Ich habe mit einer DJI Mini 3 Pro gestartet und bin jetzt auf die DJI R3 seit einem Jahr abgegradet. Der Vorteil ist einfach, dass die besser in der Luft liegt, weil sie ein bisschen schwerer ist und ihr habt zwei Brennweiten vorne, einmal 24 mm, glaube ich, und einmal 70 mm. Und mit diesen 70 mm bekommt ihr sogenannte Parallax-Effekte hin. Blende ich euch jetzt mal eben ein. Und wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, dann sind das super schöne cinematische Aufnahmen. Der Vorteil bei den Drohnen, wenn ihr sie jetzt zum Beispiel von DJI kauft, ist, dass ihr super viele Sicherheitssysteme habt. Die DJI Mini 4 Pro, aber auch die DJI R3 hat ein omnidirektionales Sicherheitssystem. Das heißt, ihr habt Kameras in jede Richtung, so dass ihr quasi fast nirgendwo gegenfliegen könnt. Zudem habt ihr verschiedene Aufnahmemodi in der Kamera selber. Das heißt, ihr könnt verschiedene Mo Flugmodi einstellen, wie zum Beispiel Top-Down-Shots oder irgendwelche Orbits und Kreisen. Und die Drohne macht das quasi alles von alleine. Und ihr müsst einfach nur zuschauen, wie die Drohne die Aufnahmen macht. Das ist super leicht zu verstehen und einzustellen. Und ihr braucht dann einfach nichts weiter machen, sondern könnt einfach die Aufnahmen genießen. Den letzten Gegenstand, den ich euch empfehlen kann, ist ein Joby Guerilla Pod. Ihr müsst es nicht unbedingt von Joby holen, nur ich habe damit quasi die besten Erfahrungen gemacht, was Haltbarkeit und Qualität angeht. Es ist quasi ein Guerilla Pod mit Armen, die ihr biegen könnt, und dann könnt ihr diese Arme bzw. Beine überall befestigen, am Baum, an der Laterne etc. Und da hält sowohl die Osmo Pocket 3 als aber auch die Sony ASIM-4 mit den 1635 hält auf diesem Guerilla-Pod. Neben dieser Befestigungsmöglichkeit, die Osmo Pocket 3 steht quasi gerade auf dem Guerilla-Pod, habe ich auch die Möglichkeit, dieses Guerilla-Pod als Vlogging-Stativ zu benutzen und kann damit jetzt quasi einfach die Videos aufnehmen, wenn ich mit euch spreche. Ein weiterer Vorteil dieses Guerilla-Pods ist, dass ihr verschiedene Stativköpfe oben drauf befestigen könnt. Ich habe jetzt einen kleinen Stativkopf befestigt für die Osmo Pocket 3. Ich habe aber auch die Möglichkeit, einen größeren und stabileren Stativkopf zu befestigen, um einfach die Sony ASIM-4 damit halten zu können und braucht dann keine Angst haben, dass der dünnere oder kleinere Stativkopf umknickt. Das Gorilla Pod mit dem kleinen Stativ wiegt 244 Gramm, das heißt, es ist super leicht. Und aufgrund dessen, dass ihr es auch zusammenfalten könnt, nehmt es im Fotorucksack einfach keinen Platz weg. Ja, diese genannten Gegenstände würde ich mir kaufen, wenn ich 2024 mit YouTube beginnen würde. Wenn du Fragen zu den Gegenständen hast, dann schreib die gerne in die Kommentare, die beantworte ich sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.
Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, bleib gesund und ciao, ciao.